trifft sie auch noch. Natürlich immer ein bisschen unglücklich, ne? Rote Karte, also. Was? Hat er rote Karte gegeben? Der Schiedsrichter hat darin wahrscheinlich eine Tätlichkeit gesehen. Wir haben das nochmal in der Wiederholung, also wir schauen nochmal drauf. Aber sehe ich eher als abgefälscht, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihr Plan war, da ins Gesicht zu werfen. Das schätze ich ehrlich gesagt auch nicht so ein, aber die Schiedsrichter haben es entschieden, also das Spiel geht auf jeden Fall ohne René Verschuren weiter. Und erst einmal ist jetzt also Halbzeitpause. Die Mannschaften sind in der Kabine und auch wir geben einmal kurz ab in die Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder mit der zweiten Halbzeit für Sie da. Bis gleich.